Moin moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Ocarina of Time auf 100%. Ja ihr Lieben, beim letzten Mal haben wir das Bogenschießen jämmerlich verkackt. Ich darf euch übrigens sagen, die 1000 Punkte habe ich schon mal voll. Kann ich euch auch gerne beweisen, denn mir ist es nämlich tatsächlich gelungen, das Herzteil schon mal zu erlangen. Leider Gottes habe ich den großen Köcher noch nicht erlangt, aber ihr Lieben, das werde ich auch noch nachholen. Allerdings ein anderes Mal, denn sonst kann ich die Aufnahmen ja bald nicht mehr weitermachen. Und deswegen würde ich sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass wir mal die Gespensterwüste betreten können oder wie auch immer sie heißt. Auf jeden Fall, hier ist unser nächstes Ziel. Wir wollen nämlich zum Geistertempel und dafür müssen wir einmal quer durch die Wüste. Man kann sagen, Drake wird heute in die Wüste geschickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Hey Grünschnabel, willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Na gut, ich öffne das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Genau, mach auf. Quatsch uns nicht voll, wir schaffen das. Wir sind doch keine feigen Yoshis. Quatsch! Hallo, ich bin das Alpha-Yoshi. Ich muss mutig sein, ich muss meinem Rudel ein gutes Beispiel abgeben. Oder halbwegs. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz mein Mikro mal ein bisschen weiter zurücklehnen. Das war mir doch ein kleines bisschen zu nah. So, das Auge der Wahrheit haben wir. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Dann gucken, gibt es noch einen wichtigen Hinweis. Gespensterwüste, vertraust du deinen Instinkt, verschlingt dich die Wüste. Suche den wahren Pfad. Ja, das machen wir doch. Mal gucken, ob wir ihn finden können. Mal gucken. Oha. Ja, sieht schon ganz nett hier aus, oder? Ja, Leute, Treibsand. Allerdings solltet ihr es vermeiden, da reinzutreten. Ich könnte natürlich auch einen Trick benutzen, den kann ich euch ja mal zeigen. Das fand ich als Kind immer ganz cool. Ich hab mir daraus immer einen Spaß gemacht. Wenn ihr nämlich die Schwebeschüchen benutzt, könnt ihr nämlich über den Treibsand laufen. Oh mein Gott! Guckt euch das an, Leute. Es ist aber sehr mühsam, da hochzukommen. Ich ziehe sie jetzt nur erst aus, wenn ich da oben bin. Aber ja, Leute, ihr könnt den Treibsand mühelos einfach überwinden. Geht natürlich auch. Ich bevorzuge es allerdings persönlich zu laufen. Und deswegen folgt den Fahnen, ihr Lieben. Einfach den Fahnen nachlaufen. Schön fleißig hinlaufen. Schön die Fahnen suchen. Dann solltet ihr auch den Weg durch diese Wüste schaffen. Es ist eigentlich nicht schwer, muss ich sagen. Vorausgesetzt, man achtet auf den Weg. So, da ist die nächste. Ja, ihr Lieben. So, doch, da hinten ist die nächste. Ich hoffe zumindest, dass ich bisher richtig bin. So, das sieht auch richtig aus. Das hier auch. Was haben wir hier? Bin ich jetzt wieder am Anfang oder wo bin ich jetzt? Oh, nö, das sieht richtig aus. Das war nämlich vorhin noch nicht da. Gucken wir doch mal, wo es hier hingeht. Ah, guck mal, wen haben wir denn da? Eine Skulltula. Die will doch garantiert zu mir. Komm her, mein Süßer. Komm mit mir. Komm mit Papa Drake mit. So. Nächste Skulltula zerstört. Ja, ihr Lieben, hier sollten wir mal ein bisschen Feuer machen. Ist ein bisschen kalt hier, ne? Ja, ja, kalt in einer Wüste, ich weiß. So, Feuer frei, ihr Lieben. Feuer frei. Lasst uns hier alles anzünden. Yay! Ich bin sowieso immer Feuer und Flamme. So, meinen Bogen nehmen wir erstmal wieder mit. Krieg ich meine Magie wieder? Nicht nur das, ich krieg so... Ja, wie nett, ich krieg ja hier sogar eine Fee. Ich glaube, Feen hatte ich ja sogar noch, ne? Ja, hab ich. Sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich habe euch ja gezeigt, wo ich meine Feen herkriege, ne? Jetzt wisst ihr es. So, 50 Rubine, sehr schön. Mein Taschengeld ist auch wieder aufgefüllt. Wundert euch nicht, dass ich noch die 500 Rubine habe. Ich habe natürlich gespeichert gehabt. Ich hatte es privat gleich nochmal probiert. Habe es auch sofort fast First Try hingekriegt. Es waren zwei Versuche nötig. Aber die 1500 habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, das hole ich alles noch nach. Versprochen, ihr Lieben. Immerhin 100%. Ihr habt ja gesehen, was zu tun ist. Das heißt, ich werde euch das Elend ersparen. So, dann wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Jene mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Da wollen wir noch mal gucken. Da. Den rechten Weg, den zeige ich dir. Denn du hast dafür kein Gespür.
Nun flott, folge mir sehr dicht. Alleine überlebst du nicht. Ja, ihr Lieben, das bedeutet, behaltet den Geist genau im Auge und passt auf, dass der euch nicht entwischt, sonst geht ihr in der Wüste verschütt. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir ja nicht. Du kleines Bettlagengespätz, du. Was ich mich allerdings frage, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ne, okay. Ihn kann ich nicht umbringen. So, das Anvisieren lassen wir mal lieber. Geht weg, ihr kleinen Ratten. Igittigittigitt. Nein! Stopp, 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 stopp. Ganz schnell hinterher, ganz schnell hinterher. Tja, und ohne das Auge der Wahrheit könnt ihr es nicht sehen. Gut, dass wir uns das Auge der Wahrheit damals geholt haben, ne? Sonst wären wir aber ganz schön am Arsch gewesen, ihr Lieben. So, schön hinterher. Na, wechselst du wieder die Richtung? Oder wo führst du mich jetzt hin? Könnte es sein, dass wir jetzt das Ende erreicht haben, Leute? Oder sind wir jetzt verschütt gegangen? Nein, ihr Lieben, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Guckt euch das Ding an. Der Wüstenkoloss. Und genau hier, ihr Lieben, geht unser Abenteuer in die nächste Runde. Aber erstmal sehe ich mal zu, dass ich hier Land gewinne, weil diese kleinen Viecher hier, die gehen mir doch gerade relativ auf den Sack. Und sie sind ziemlich anhänglich, darf ich euch sagen. Aber bevor wir uns zum Wüstenkoloss begeben, haben wir noch was zu erledigen. Au, Scheißvieh. Und zwar ist hier eine Fee versteckt, ihr Lieben. Und die wollen wir natürlich besuchen gehen. So, wo ist mein Bämmchen? Da ist mein Bämmchen. So, es müsste ungefähr diese Position hier sein, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Nö, da ist nichts passiert. Habe ich wohl nicht richtig getroffen. Wir riskieren es jetzt einfach mal. Verpisst euch doch mal, ihr Scheißviecher. Hä? Soll hier nicht normalerweise eine Feenquelle sein? Irre ich mich jetzt? Okay. Hier sollte sich eigentlich eine Feenquelle befinden. Die Betonung lag auf eigentlich. Ich meine, auch ich kann mich irren, so ist es nicht. Kommt nur raus. Tja, jetzt bist du nicht mehr so groß, wa? Aber trotzdem, es ändert nichts an der Tatsache, dass ich die Feenquelle gerne besuchen möchte, die sich hier irgendwo versteckt hält. Nur irgendwie bin ich entweder gerade zu blöd zu suchen oder ich habe die falsche Palme gefunden. Da hinten sind noch zwei. Ah, okay, gut, ich stand an der falschen Stelle. Okay, kann ja mal vorkommen. Kann ja mal vorkommen. Ha, jetzt bist du nicht mehr so groß, wa? Du auch noch Stress? Kein Problem, kriegen wir hin. Zum Glück gibt's ja hier, wie gesagt, eine Feenquelle. Scheißviecher. Geht mir gerade ganz dezent auf den Sack. Und da ist auch schon, ihr Lieben, da ist die Feenquelle. Yay! Ich liebe Feenquellen. So, dann würde ich sagen, da wir die Fee wahrscheinlich rufen müssen, rufen wir sie doch mal. Eines der Lieder, die ich zum Beispiel immer auswendig spielen kann, genauso wie Eponas Lied. Aber die anderen, die vergesse ich natürlich immer. Na? Wer kommt da raus? Oh, wen haben wir denn da? Oh, du bist ja niedlich. Ich habe schon auf dich gewartet, mein Süßer. Verpiss dich. Hallo, mein süßer Drake. Ich bin die Fee der Magie. Oh mein Gott. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an dich. Und vorher gebe ich dir einen Kuss. Geh weg. Ich mag dich nicht. Du bist gruselig. Was wir da wohl bekommen? Cool. Aufgeladen werden wir auch noch gleich. Nairus Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit Schieß mich tot ein. Nairus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht an, mein Süßer. Krieg ich jetzt nur einen Kuss von dir?
Bist du vom Kampf erschöpft, kannst du auch wiederkommen. Wir werden uns bestimmt gut amüsieren. Ich will hier weg. Die ist gruselig. Die ist wirklich gruselig. So, ihr Lieben. Au. Blöden Viecher. So, jetzt wollen wir aber mal langsam zum Wüstenkoloss hin, würde ich sagen. Und sehen mal zu, dass wir hier Land gewinnen, bevor diese ganzen kleinen Mistviecher wieder auf einen zugerannt kommen. Geh weg. Dum-di-dum-di-dum. Weg mit dir. Da oben ist ein Herzteil. Und das will ich haben. Das will ich haben. Aber erstmal. Puh. Endlich vor den Ratten in Sicherheit. Smack. Du ein Schwein. Hast du Glück, dass ich gute Laune habe? Du-du-dum, du-du-dum. Kommt man an das Herzteil irgendwie ran? Nee, offenbar nicht. Ah. So, gucken wir mal. Geistertempel. Ja, was für eine nette Begrüßung. Wie nett. Wird man hier gleich auch noch abgeballert? Ich glaub's ja nicht. So, schauen wir uns mal hier um. Hallo? Hm, diesen Block kennen wir doch. Ja, Leute, keine Chance. Wir können ihn nicht bewegen. Ist ja doof. Tja, kriechen können wir offenbar auch nicht mehr. Hm. Oh, Moment, du bist ja lebendig. Mach einen Abgang. Oh, oh, Agro-Statue! Du bist wahrscheinlich auch noch lebendig, ne? Ja, natürlich! Weg mit dir! Geh weg! Aber das Bämmchen nehme ich doch gerne mit. Danke für die Bomben! Hm. Ja, Leute, kein Weiterkommen. Was machen wir denn nun? Hm. Okay. Dann gehen wir halt hier wieder raus. Offenbar können wir hier noch nichts machen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Angriff! Wer bist du? Ach, Sheik! Lang nicht gesehen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinen Weg hin und zurück durch die Ströme der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkoloss betreten und in den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Okay. Schöne Melodie und sieht auch einfach aus zu spielen. Auf jeden Fall einfacher als die anderen Lieder. Dieses könnte ich mir sogar eventuell merken, ihr Lieben. Ach, guck mal. Guck mal, wer da auf uns lauert. Höret, höret! Die Frage ist, will ich mit denen da oben reden? Ich glaube nicht. Aber eine schöne Melodie, muss ich sagen. Wirklich eine schöne Melodie, ihr Lieben. Du hast das Requiem der Geister erlernt. Unglaublich. Und nun? Küssen wir uns jetzt endlich? Nein, als ob die jetzt einen Sandsturm hervorrufen kann. Als ob. Tja, ihr Lieben. Was machen wir nun? Ist der jetzt eigentlich noch hier, der Geier? Nö. Also. Nee, Moment. Wie war denn das jetzt nochmal? Hä? Habe ich das wieder falsch im Kopf? Ah, okay. Die letzte Taste war mal wieder mein Problem. Ja, das war das falsche Lied. Stimmt, ich verwechsel immer wieder die Hymne der Zeit und den anderen Kram. So, ihr Lieben, wir werden nochmal zurück in die Vergangenheit müssen, wie es aussieht.
Also, die Hymne des Sturms, die Kantate des Licht. Achso, okay, gut, so rum war das ja. Das sollte ich hinkriegen. Bam, 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 bam. Auch eine Melodie, die man sich eigentlich einfach merken kann, wenn man sie denn gerade auf dem Schirm hat. Und auf geht's zur Zitadelle der Zeit. So, ihr Lieben, wir sind wieder in der Zitadelle der Zeit und es wird Zeit, wieder unsere kleine Milchzahn-Version anzunehmen. Ja, Leute, ich wollte schon immer mal das Kind wieder in mir wecken. Ich meine, ich mach's zwischendurch auch heute noch, so ist es nicht. So, dann wollen wir mal. Und abgelegt! Und Hokus Pokus, Vidibus, dreimal schwarzer Kater, ab durch die Zeit, zurück zu deinem kindlichen Ich. Und da bin ich wieder. Oh, bin ich nicht putzig? Hey, ich bin Mini-Drake, yay! Endlich bin ich wieder Mini-Drake. So, jetzt muss ich mir noch mal eben das Lied angucken, weil beim ersten Mal kann ich es mir eh nicht merken. Das kennt ihr doch, ihr Lieben. Das kennt ihr doch, so. Nocturne des Schattens, Kantate des Lichts, da... Okay, ja doch, das sollte ich hinkriegen. Ha, Tatsache, gleich First Try, nice! So, und ab geht's zum Wüstenkoloss, ihr Lieben. Und hier sind wir schon mal. Sieht doch ganz hübsch hier aus. Ne, im Moment sieht ein bisschen anders aus als vorher, ne? Die Plattform war zum Beispiel vorher, glaube ich, nicht da. Ja, die Viecher hier gibt's schon vorher. Igitigitigitigit. Nix, wie hoch da? So. Ihr könnt mich jetzt mal kreuzweise. So, was haben wir da oben? Da oben, ach so, stimmt, da oben war das Herzteil. Aber da kommen wir jetzt ja, glaube ich, nicht dran. Moment. Ach, das ist ein Erbsenloch. Das habe ich gar nicht gesehen. Und wo ein Erbsenloch ist, ist doch in der Regel immer eine Skulltula. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So, erstmal ganz schnell wieder ein paar Käfer einsammeln. Nur für alle Fälle. So. Hallo Skulltula, schön dich zu sehen. Yay, du hast eine goldene Skulltula zerstört. Und die gute Sunny hat mir natürlich noch einen weiteren Tipp gegeben. Wir haben nämlich noch eine Wundererbse, die ich übrigens nochmal nachkaufen musste. Denn, ja, ich habe wohl eine Erbse zu wenig gehabt. So, wofür wir die wohl gebrauchen können, das werden wir später herausfinden. So, nochmal ganz kurz auf der Laufzettel gucken, nicht, dass ich hier noch irgendwie eine Skulptur oder so übersehen habe. Da, 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 da. Der Drake braucht euch nicht mehr. Ich könnte jetzt ja eigentlich... Ach, ich werde bestimmt im Dungeon nochmal eine finden. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die Schleuder wieder. So, da, 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 laufe zunächst. Nein, gut. Skulltula gibt's auch keine mehr. Also, auf geht's in den Tempel. Werd wohl schon heiß begehrt. Ach, wen haben wir denn da? Wer bist du denn? Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Ich möchte mir den Tempel anschauen. Du bist noch zu klein. Der Tempel ist nicht der richtige Ort für Kinder. Geh woanders spielen. Aber... Ja, ja, ja. Ich suche die Weisen. Ein Weiser? Keine Ahnung. Ist das jemand, der Vater und Mutter verloren hat? Ja, komm. Oh, ja. Das kommt davon, wenn man die Knöpfe zu schnell drückt, ihr Lieben. So, was ich hier will? Eigentlich nichts. Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment mal. Du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Hm. Und wenn es so wäre?
Gib nicht so an, Kleiner. Jemand wie du könnte nie einer von Ganondorfs Anhänger sein. Diese Schurken sind aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Aber erstmal will ich mich vorstellen. Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ich gehe lieber allein auf Beutetour. Und noch etwas solltest du wissen. Ganondorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Ganondorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt. Ja, sogar getötet. So ein Schwein. Wisse, das Gerudo-Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahren wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz so will, dass dieser Mann König der Gerudo wird, so schwöre ich Ganondorf niemals im Leben Treue. Ach, wie war eigentlich dein Name, Kleiner? Drake? Was ist denn das für ein komischer Name? Jetzt mobb mich nicht wegen meines Namens. Drake's LP klingt noch viel komischer. Du darfst mich aber auch Alpha Yoshi nennen. Naja, egal. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Schaffst du es, durch diesen engen Durchlass zu kriechen und einen Schatz zu bergen? Es handelt sich dabei um ein uraltes Diebesrelikt, die Krafthandschuhe. Damit kann man sehr schwere Dinge anheben. Hey Kleiner, denk nicht mal im Traum daran, dir die Handschuhe selbst unter den Nagel zu reißen, okay? Die Krafthandschuhe würden dir sowieso nicht passen. Sei anständig und bring sie mir. Ganondorf und seine Vasallen nutzen den Geistertempel als eines ihrer Verstecke. Nur mit den Krafthandschuhen kann ich mich hier hinausstehlen. Dann kann ich nicht nur all ihr Diebesgut an mich nehmen, sondern auch ihre grauenvolle Pläne durchkreuzen. Also, wie ist es? Machst du's? Okay. Danke, Kleiner. Wir beide werden Ganondorfs Tyrannei beenden. Nicht wahr, Kleiner? Nenn mich nicht Kleiner, ich bin groß. Wenn du die Krafthandschuhe besorgst, dann werde ich mich bei dir revanchieren. Naja. Hässlich ist sie ja nicht. Ja, ihr Lieben, allerdings werden wir hier erst im nächsten Part weitermachen. Daher würde ich sagen, drückt aufs Däumchen, kommentiert fein, schaltet auch gerne wieder beim nächsten Mal ein. Ciao, ciao, euer Drake und Naboru.